Ich darf jetzt Jörg Bergstedt ansagen. Er ist Autor, investigativer Journalist und Aktivist. Wie alt er ist und woher er kommt, hat er uns im Vorfeld nicht mitgeteilt. Aber nachdem ich seinen Film gesehen hatte, schon vor längerer Zeit, seinen Vortrag dort in irgendeinem Warenhaus, da habe ich ihn geliebt wie einen Sohn. Also es bedeutet, du wirst ungefähr zwischen 20 und 30 sein und eventuell Schweizer Blut in den Adern haben. Wenn es dir am Herzen liegt, was zu deinem Alter und Herkunft zu sagen, dann mach das. Fühl dich aber auch frei, es nicht zu tun. Also nach mehreren Werken über die Verflechtungen zwischen Umweltverbänden, Industrie und Parteien, den Geburtsfehlern von Demokratie und Rechtsstaat, sowie Fälschungen bei Polizei und Justiz, recherchierte Jörg Bergstedt 2009 und 2010 über Seilschaften zwischen Konzernen, Behörden, Forschung und Lobbyverbänden in der Agrogentechnik. Seine erste Zusammenstellung organisierte Unverantwortlichkeit erreichte eine Auflage von über 100.000. Der Versuch von Gentechnik-Lobbyisten, die Veröffentlichung der unangenehmen Fakten verbieten zu lassen, scheiterte in zweiter Instanz. Seit Anfang 2011 liegt nun das neue Buch von ihm, Monsanto, auf Deutsch vor, in dem Bergstedt eine komplette Darstellung aller Akteure und Verflechtungen in der Agro-Gentechnik versucht. Dieses Buch und sicher noch andere wichtige Gegenstimmen, Werke liegen auf dem Büchertisch zum Verkauf aus. Gleichzeitig ist Jörg Bergstedt aber auch unmittelbar im Widerstand aktiv. Sein Credo lautet, eine Theorie ohne Praxis ist nicht nur langweilig, sondern auch keine gute Theorie. Da ist sie wirklich gut gelungen, ja. Für eine offen angekündigte Feldbefreiung in Gießen kassierte er ein halbes Jahr Haft, ohne Bewährung, ein Maulkorb für einen unliebsamen Kritiker. Jörg Bergstedt spricht heute über das gleichnamige Thema seines neuesten Buches, bitte Komma hoch, Monsanto auf Deutsch, Seilschaften zwischen Behörden, Forschung und Gentechnikkonzernen. Ich sage es einmal mit meinen freien Worten, ich hoffe, dass nach deinem Vortrag dich alle lieben wie ein Sohn. Jetzt gibt es auch einen Ton und ich kann halt so sagen, zu einem Vortrag, von dem die Frage ist, warum ich ihn überhaupt halten muss. Selbst wenn man in Deutschland Umfragen macht und in den Alpenrepubliken ist das ja noch ein Stückchen deutlicher, sind die Verhältnisse ja ziemlich klar. Wir haben bei den Umfragen relativ stabil immer 80% der Menschen, die gegen die Gentechnik auf dem Acker und auf dem Teller sind. Und dann denkt man manchmal, 20% sind dafür. Das stimmt gar nicht. Die zweitgrößte Gruppe sind die Indifferenten. 6% wollen die Agrogentechnik auf dem Acker und auf dem Teller. Das ist ein Prozentwert, bei dem man eigentlich aufhören könnte, über dieses Thema zu reden. Nur dummer, zusätzlich ist es ja noch so, dass diese 80% nicht nur schlechte Gründe haben, ganz im Gegenteil. Ich will auf diese Gründe im Laufe dieses Vortrags gar nicht so genau eingehen, sondern vielleicht am Anfang mal etwas zusammenfassen, einen zusammenfassenden Text, alles, was gegen die Agrogentechnik spricht, verlesen. Die Möglichkeiten, eine Pflanze durch eine gentechnische Veränderung zu verbessern, sind gering. Dies ist einer Reihe von Ursachen geschuldet. So lassen sich die Effekte eines spezifischen Gens auf das Wachstum der Pflanze, deren Entwicklung und Reaktionen auf die Umwelt nicht genau vorhersagen. Dazu kommen die geringe Erfolgsrate bei der gentechnischen Manipulation, der Mangel an präziser Kontrolle über das Gen, sobald es in das Genom eingebaut worden ist, und andere ungewollte Effekte, die mit dem Geschehen bei der Gentransformation und dem Verfahren der Zellkultur zusammenhängen. Na schön, vielleicht sagen sich jetzt einige, wie soll das jetzt weitergehen? Will der uns die ganze Zeit solche langweiligen Texte vorlesen, die wir alle kennen? Was schätzen Sie, wer diesen Text verfasst hat? Das war die Firma Monsanto. Und das ist das eigentlich Überraschende an diesem Text.
Er stammt aus einem Patentantrag der Firma Monsanto für eine nicht gentechnisch veränderte Pflanze. Und in diesem Patentantrag begründet Monsanto, warum sie jetzt auch nicht gentechnisch veränderte Pflanzen patentiert haben wollen, nämlich, kurz zusammengefasst, weil es die Gentechnik überhaupt nicht bringt. Und so stelle ich fest, dass wir nicht nur 6% nur dafür haben für die Agrogentechnik, sondern 0% halten die Agrogentechnik für sinnvoll und für kontrollierbar. Also wenn selbst Monsanto deutlich sagt, das ist weder kontrollierbar noch sinnvoll, dann bleibt wohl niemand übrig. Kleines Problem am Rande, die Felder da draußen. Trotz allem werden Felder weiter angelegt, in eigentlich allen möglichen Ländern. Und auch das hat natürlich eine Vielzahl von Gründen. Und da will ich auf einen ja eingehen, will aber sagen, dass ich durchaus der Meinung bin, dass es tatsächlich viele Gründe gibt, warum die Agrogentechnik durchgeprügelt wird, auch wenn 6% sie nur für sinnvoll halten in Deutschland und 6% sie wollen und 0% für sinnvoll halten. Das sind eine ganze Menge Gründe und das, was mein Hauptthema jetzt ist, ist einer dieser Gründe und ich will aber nicht behaupten, dass das der einzige Grund ist, dass es nie so Probleme in der Gesellschaft haben, meistens komplexe Ursachen, wenn man da immer nur meint, das hat eine Ursache oder sowas, will man meistens eher den eigenen Kopf entlasten. So ist es hier auch, zum Beispiel das Profit- und Machtstreben überall, das erzähle ich nichts Neues, das in allen Bereichen halt spürbar ist und natürlich auch die Landwirtschaft, dem lang unterworfen, die Zerschlagung der bäuerlichen Landwirtschaft, Landwirtschaft soll zur verlängerten Werkbank der Konzerne werden. Das hat nicht die Agrogentechnik erfunden, das läuft viel, viel länger schon, aber es ist ein neuer Baustein. Der zweite Grund ist ein starker Staat, das kann man jetzt aus irgendeinem Grund nicht sehen, ich kann es jedenfalls nicht sehen, ein starker Staat. Das ist tatsächlich relativ relevant. Man darf nicht den Fehler machen zu glauben, dass die Konzerne die größten Geldgeber der Agrogentechnik sind. So ist es nicht, sondern es sind die Staaten, die mit einem Haufen von Fördermitteln da reingehen, die in ihren eigenen Behörden handeln für die Durchsetzung der Agrogentechnik, die Polizeitruppen hinstellen, um die Pflanzen vor den Menschen zu schützen und nie die Menschen vor den Pflanzen und eine Justiz, die vollkommen einseitig für die Agrogentechnik handelt. In Deutschland ist noch nie eine deutsche Gentechnik-Anwendung vor Gericht gescheitert. Dann gibt es einen dritten Grund, das sind die Propagandaabteilungen, denn die Konzerne wissen es zwar inzwischen sehr eindeutig, dass die Gentechnik weder kontrollierbar noch sinnvoll ist, aber sie schütten Millionen in ihre Propagandaabteilung, damit die uns etwas anderes erzählen. Und da sind eine Menge von unglaublichsten Propagandalügen dabei, zum Beispiel dieses ewige Märchen von dem Hunger, wo sie einem erzählen, dass die Gentechnik gegen den Hunger helfen kann. Was für eine elende Lüge, als hätte Hunger irgendetwas mit Nahrungsmittelmengen zu tun. Das hat es ja nicht. Es gibt anderthalb Mal so viel zu essen, wie für alle Menschen reichen würde. Hunger ist immer sozial organisiert. Das wird absichtlich umverteilt, weil Mangel ist ein hochprofitables Geschäft. Hunger ist immer Mord. Und wie man mit einer reinen Ingenieurstechnologie ein soziales Problem lösen will, hat mir noch nie jemand erklären können. Das Ding taucht nicht dazu, die Probleme zu lösen, die den Hunger verursachen. Eine wichtige Propagandalüge ist dann noch die, dass sie uns immer erzählen, dass die Felder, die sie machen, der Erforschung von Umweltauswirkungen dienen. Das ist wirklich sehr interessant, wenn man mal so herumläuft und schaut sich da mal die Felder an oder rüttelt hier am Zaun, dann kommen die immer und sagen, beruhigen Sie sich, beruhigen Sie sich. Die kennen das ja, wie man mit den Leuten so redet, dass das so einigermaßen gut rüberkommt. Wir forschen hier zu Umweltauswirkungen. Und da kann man wirklich rumlaufen und jedes Feld, was wir hier in Mitteleuropa haben, dient der Erforschung der Umweltauswirkungen von Pflanzen, die sie offenbar nirgends entwickeln. Denn wenn sie nur zu den Umweltauswirkungen forschen, kann es ja gar keine Pflanzen geben. Und natürlich ist das Lug und Trug. Die machen das, damit das besser in unsere Köpfe reingeht und sie machen das des Geldes wegen. In Deutschland ist dieses sogenannte Biosicherheitsprogramm das höchste dotierteste Bundesregierungsförderprogramm. Und wenn ich ein Feld mache, meinetwegen mit einer Firma Bayer oder BASF zusammen und will noch einen Zusatzverdienst haben, dann nenne ich dieses Feld halt einfach Biosicherheit und bekomme da noch ein bisschen Kohle, damit man sich so eine Vorstellung machen kann von den Geldflüssen. Wir nehmen hier zum Beispiel mal hier vorne den Tisch, an dem ich eben noch gesessen habe. Das ist ungefähr die Größe eines Feldes, was es tatsächlich 2006 bis 2009 mal in Deutschland gegeben hat, von den Universitäten Erlangen und Gießen. 9,6 Quadratmeter transgene Gerste. Das haben sie mit BASF zusammen gemacht und haben das dann als Biosicherheitsfeld deklariert. Die haben nichts dieser Art dort wirklich geforscht, aber haben eben mal 352.000 Euro nochmal dazugekriegt, nur, dass sie es so genannt haben.
Das ist schon lohnenswert, ne, wenn ihr euch ausrechnet, wie groß euer Garten ist, wie viele Parzellen von dieser Größe ihr da unterkriegt. Das lohnt sich schon, Biosicherheit zu betreiben. Und der letzte Grund natürlich, wie der mir wichtig ist, ist der, der jetzt mein Hauptthema ist, dieser unglaubliche Filz, diese Verflechtungen zwischen den Behörden, zwischen den Konzernen, den Lobbyisten, den Geldgebern und so weiter, die Agrogentechnik dann durchsetzen. Das kann man in Bildern ausdrücken. Das gibt immer so diese gleichen konfusen Bilder. Man kann das an Personen machen oder an Organisationen machen und dann zieht man die Striche, wer mit was verbunden ist. Und am Ende hat man dann so alles mit allem verbunden. Das ist dann auch kein Aussagewert mehr. Dann kann man versuchen, das zu erklären, das ist hochkompliziert. Das versuche ich deshalb hier auch gar nicht, sondern will jetzt etwas anderes machen, nämlich dieses Mal an 4 Fallbeispielen darstellen, wie die Dinge laufen und wie das alles miteinander verzahnt ist. Bevor ich das mache, will ich aber an dieser Stelle eine klare Warnung aussprechen. Wenn ich jetzt 4 Beispiele herausgreife, darf das nicht den Eindruck erwecken, dass das die Zentren des Ganzen sind. Nach meiner Auffassung haben moderne Funktions- und Herrschaftseliten überhaupt kein Zentrum mehr. Das mag früher mal so gewesen sein, aber die modernen Geschichten, eine Hand wäscht die andere, auch Dinge wie Korruption kommen kaum noch vor in modernen Herrschaftseliten. Das ist gar nicht mehr nötig. Das funktioniert auch ohne, dass der Schein über den Tisch läuft, mit einer Hand wäscht die andere. Da ist ein ständiges Gezerre und so etwas, also so fantastisch anzugucken, wie sich BASF und Monsanto gegenseitig ständig bekriegen und dann gleichzeitig wieder zusammenkungeln, um ihr Ding, gemeinsames Ding durchzusetzen. In diesen modernen Herrschaftseliten gibt es keine Zentren. Wer die lokalisieren will, auch hier entlastet den eigenen Kopf. Moderne Herrschaft ist sehr komplex, da kann man nicht einzelne Bereiche rausgreifen. Ich nehme trotzdem 4 Bereiche, aber man darf sich nicht einbilden, dass die Zentren oder die Marionettenspieler der anderen, so etwas gibt es nicht. Und damit man das einsortieren kann, wo diese 4 Beispiele herkommen, teile ich dieses Geflecht von den verschiedenen Seilschaften und eigentlich, was alles miteinander verbunden ist, mal künstlich in 4 Bereiche. Und ich fange an mit den Firmen, das ist ja klar, die da einfach Geld mitverdienen wollen. Das sind zum einen so die bekannten Namen. Es sind unter 10, die sich weltweit diesen ganzen Bereich aufteilen. Das sind so Namen, die man so kennt. Und was ich ganz interessant finde, weil häufig ist das in der Wahrnehmung ja so, dass diese Konzernkritik auf einen einzigen Namen reduziert wird, nämlich den Namen Monsanto. Das ist so der Inbegriff für das Böse in dem Ganzen. Also man kann beliebige Felder besetzen, die Leute werden einem immer Beifall klatschen, weil sie auch gegen Monsanto sind, auch wenn das Feld gar nicht von Monsanto ist. Und ich finde das sogar etwas problematisch, weil ich glaube, dass die europäischen Konzerne, also zum Beispiel 3 große deutsche gibt es unter den unter 10 weltweiten Konzernen, BASF, Bayer, KWS, hier am nächstgelegenen natürlich Syngenta. Also diese Konzerne sind teilweise wesentlich größer als Monsanto, auch wenn ihr Anteil am gentechnischen Saatgutmarkt kleiner ist, aber BASF und Bayer zum Beispiel sind viel riesiger als Monsanto. Da darf man sich kein falsches Bild machen und ich glaube, die europäischen Konzerne fühlen sich sehr, sehr wohl in dem einseitigen Monsanto-Hass. Monsanto ist natürlich eine Scheißfirma, aber es gibt überhaupt keinen Grund dafür, die europäischen Firmen zu schonen. Und ich finde es deshalb, fand es deshalb wichtig, mal da genauer hinzugucken. Nur wenn man hingeht zu den Feldern oder wo die Agrogentechnik tatsächlich gemacht wird, wird man sowieso von all denen nichts sehen. Das hat einen guten Grund, denn die wissen natürlich, dass die Agrogentechnik in Mitteleuropa nicht besonders beliebt ist. Nicht? Wäre ich so ein Bayer-Manager und würde mal so vorbeikommen, und hallo, ich bin von Bayer und wir machen ganz viel zur Agrogentechnik, dann würdet ihr das wahrscheinlich gar nicht toll finden. Und das wissen die auch. Das ist kein Ding, mit dem man Werbung und Image machen kann. Und deshalb haben die sich 1997 zusammengesetzt mit einer internationalen Kommunikationsagentur. Die kennt man inzwischen auch aus anderen Zusammenhängen. Börsen und Marsteller heißt die. Ne, die auch, tritt auch sonst mal auf, wenn Kriegsgründe erfunden werden sollen und so weiter. Und die haben ein sehr interessantes Papier entworfen. Und auch das, ich empfehle das sowieso, lest mehr die Papiere der anderen Seite. Das spart viel Zeit, weil damit kann man viel mehr Klarheiten schaffen als immer den eigenen Studien. Dieses Papier ist total faszinierend. Da steht so drin, lobt nicht so häufig die eigenen Behörden, hat Börsenmarsteller denen dann empfohlen. Weil dann merkt man, dass man so verflochten mit denen ist. Und dann steht in dem Papier auch drin, haltet euch mal zurück, schickt andere vor. Ergebnis, wir haben hier eine Menge von Kleinstfirmen und Bioparks in Mitteleuropa, die konkreten Firmen machen, die Felder machen. Die Namen weitgehend unbekannt, aber hinter dieser Fassade stehen natürlich dann die großen Konzerne. Da werden wir nachher sehen, wie das so funktioniert. Zweite Akteursgruppe ist der Staat mit seinen Institutionen, ein wichtiger Player in der Agrogentechnik. Es gibt zum einen die Genehmigungsbehörden. Man muss diese Dinger ja genehmigen lassen, wenn man sie da draußen ausbringen will. Da gibt es 2 Genehmigungsbehörden.
Und zwar eine auf EU-Ebene und eine auf nationaler Ebene. Die EU-Ebene ist zuständig für die Genehmigung von ganzen Organismen. Das sind bislang zwei, die BASF-Kartoffel Amflora und der MON 810. MON 810 bekanntlich in relativ vielen Ländern wiederum verboten. Alle anderen Sachen, wenn man eine Pflanze rausbringen will, die noch nicht genehmigt ist, muss man dann bei einer nationalen Genehmigungsbehörde genehmigen lassen. Ich wüsste den Namen jetzt hier in der Schweiz gerade nicht. Zu Deutschland kommt dann gleich da das Beispiel. Wenn das dann genehmigt ist, gibt es Kontrollbehörden. In Deutschland sind die auf Landesebene. Und es gibt eigene staatliche Forschung. Das gibt es hier in der Schweiz sicherlich auch. Also Bundesinstitute, Landesinstitute, die eigene landwirtschaftliche Forschung machen. Auch das ist sehr interessant. Wir haben zum Beispiel in Deutschland dort als Pflanzenbauinstitut das Julius-Kühn-Institut. Das ist das bundeseigene Pflanzenbauinstitut. Und die Abteilungen dort, die mit der Agrogentechnik forschen, werden immer größer und die anderen immer kleiner. Man sieht also hier neben der Geldvergabe, dass die eigene Forschung und die eigene Handeln der Bundesregierung ganz stark in Richtung Agrogentechnik geht, auch wenn die im Wahlkampf uns immer was anderes erzählen. Dritte Akteursgruppe ist die sogenannte Forschung. Das sind vor allen Dingen Universitäten. Auch hier ist ja in der Nähe einer der großen Global Player unter den Universitäten, nämlich die ETH Zürich, einer der wichtigsten Player in der Gentechnikforschung. Ich nenne, außerdem sind es doch die großen, so Max-Planck-Institut in Deutschland, so Fraunhofer-Institut und so weiter. Ich nenne die aber sogenannte Forschung, weil etwas sehr Spannendes zu beobachten ist. Viele der Felder, die aus diesen Biosicherheitsprogrammen finanziert werden, stehen da in der Landschaft und man kann beobachten, dass das ganze Jahr überhaupt gar keine Forschung dort stattfindet. Warum die Felder da stehen, da gehe ich nachher drauf ein, aber wenn die nicht forschen, sondern die da nur reinbringen, nur das Zeugs auspflanzen, will ich das auch nicht Forschung, sondern nur sogenannte Forschung nennen. Und der vierte Akteur, wo ich dann nachher auch ein Beispiel vorstelle, da könnt ihr euch schon drauf freuen, also das ist wirklich putzig, was da abgeht. Lobbyverbände, Organisationen, die von morgens bis abends nichts anderes machen als Werbung für die Agrogentechnik. So, und jetzt halt aus jedem dieser vier Bereiche jeweils ein Beispiel und dann wird man sehen, wie alles miteinander verzahnt ist. Aber bevor ich das mache, eine kleine Steigerung. Die Steigerung sind die Leute, die es schaffen, in einer einzigen Person in allen Bereichen gleichzeitig tätig zu sein. Die legen ihre Felder an, machen die Genehmigung, Überwachung für ihre eigenen Felder, sitzen in der Geldvergabe für ihre Felder und machen die Lobbyarbeit für ihre Felder. Das ist ja praktisch geregelt. Man könnte mehrere vorstellen. Ich stelle hier vor Inge Brohr, die ist Professorin für Agrobiotechnologie an der Universität Rostock. Und die ist in allen Bereichen tätig, also Forschung. Sie ist ja an der Universität Rostock an diesem Lehrstuhl halt tätig. Dann macht sie aber auch Lobbyarbeit. Sie hat 1999, offenbar vor lauter Langeweile an der Uni, einen Verein gegründet, den Förderverein Innovative Nachhaltige Agrobiotechnologie, FINAP. Der ist gemeinnützig und hat dann in Mecklenburg-Vorpommern eine Kampagne gestartet. Wir wollen ein großes Agrogentechnikzentrum. Das fand die Landesregierung damals total super. Das war eine rot-rote Landesregierung. Und hat das mit ganz viel Land und ganz viel Geld unterstützt. Und dann passiert etwas sehr Interessantes. Als Ergebnis dieser Kampagne wurde das sogenannte Agrobiotechnikum, das ist das wichtigste Freilandforschungszentrum, was Deutschland hat, gebaut. Und als das gebaut wurde, gründete der gemeinnützige Verein FINAP eine Tochterfirma, die ist jetzt nicht mehr gemeinnützig, heißt Biovativ, ist eine GmbH. Und seit dieses Agrobiotechnikum da steht, werden die ganzen Aufträge von Firmen und Universitäten dieser Firma gegeben und die Leute, die vorher im Vorstand von FINAP saßen, sind jetzt die Geschäftsführung von der Biovativ als Tochterfirma und haben sich so sauber ihren eigenen Arbeitsplatz über diese sogenannte gemeinnützige Kampagne einer nachhaltigen Landwirtschaft geschaffen. Und in diesem Konstrukt legen die alles Mögliche ein. Das ist wirklich, man muss also diese Gelände, die da in Deutschland sind, das sind inzwischen so Hochsicherheitsgelände, eingezäunt, Flutlicht, Wachschützer, manchmal Hunde, Polizeihubschrauber, die ständig vorbeikommen. Und auf diesen großen eingezäunten Geländen liegen dann nochmal extra gesichert, sowieso Punkte auf so Marienkäfer, diese Versuchsanlagen herum. Und da bauen die an, was das Zeug zählt. Also die stellen Anträge und wenn sie das Geld dafür kriegen, wird das auch in die Erde gebracht. Kartoffeln, Weizen, Mais, Petunien, Rübe, alles Mögliche gentechnisch verändert, steht da Jahr für Jahr rum und niemand forscht auf den Feldern, die stehen da einfach rum. Aber wenn man nicht forscht auf solchen Feldern, dann bleibt natürlich noch viel Zeit. Und so kann Inge Brohr eine Reihe von weiteren Ämtern einnehmen. Das hier ist mal so ein kleiner Auszug aus ihrer Ämterliste, die ist noch viel länger. Kann man sich auf der Seite der Universität Rostock selber angucken, aber spannend, sie ist gleichzeitig
Dort, wo das Geld herkommt, beim Landwirtschaftsministerium, ist in einer der Überwachungsstrukturen der Arbeitsgruppe Anbaubegleitendes Monitoring beim Julius-Kühn-Institut, ist Vorsitzender des Vereins FINAP, deren Tochterfirma Biovativ ja die Versuche macht und ist auch bei den meisten Versuchen selber persönlich Versuchsleiterin, ist im wichtigen Lobbyverband Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter dabei, beim großen Konzern KWS Saat AG und so weiter und so fort, ist auch noch auf der EU-Ebene in der Genehmigungsbehörde tätig. Das heißt, sie ist an ganz vielen Stellen gleichzeitig und hat 9 Patente, die meisten davon mit der Firma Bayer. Das heißt, diese Person legt also selber Felder an, ist in der Genehmigungsüberwachungsstruktur für ihre Felder, macht die Lobbyarbeit für ihre Felder und vergibt sich das Geld selber für die Felder. Das ist natürlich sehr praktisch, ein sehr enger Dienstweg, da kann man alles klären, so von Synapse zu Synapse. Also davon gibt es einige, das sind so die Koryphäen der ganzen Geschichte. Aber ich springe jetzt hinein in diese 4 Bereiche und stelle als erstes vor eine Firma. Und da hatte ich ja schon gesagt, das Spezifische hier sind diese kleineren Firmen. Deshalb stelle ich auch mal eine dieser kleineren Firmen vor. Und da gibt es noch etwas Besonderes, nämlich ein paar davon aus dem Rostocker Raum haben sich zusammengeschlossen zu einem Kleinstfirmenverbund. Den findet die deutsche sogenannte Forschungsministerin Annette Schavan so toll, dass sie findet, dass diese Firma der Weltmarktführer in Freisetzungsforschung werden sollte. Also ein Land, wo nur 6% für die Agrogentechnik sind und 0% die sinnvoll halten, will trotzdem Weltmarktführer sein. Nun gut, Deutschland will immer vorne dabei sein, wenn irgendwie Scheiße am Start ist. Hier auch. Also, sie lieben alle diese Firma und die heißt BioOK. Und wir rätseln schon lange, was OK eigentlich heißt. Es gibt immer wieder diesen Vorschlag, organisierte Kriminalität. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Was wir aber wissen, ist, wer dazugehört. Das steht auf deren eigener Internetseite. Und da kann man das so sehen, dass tatsächlich verschiedenste Kleinstfirmen aus dem Rostocker Raum, Biotestlabor, Biomat, Biovativ und so weiter, Teil dieser Firma sind. Das ist jetzt auch gar nicht so aufregend. Interessant finde ich andere Sachen. Das ist, wie gesagt, eine reine Privatfirma. Sie ist trotzdem finanziert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. 4,3 Millionen Euro haben die so als Anschubfinanzierung bekommen, damit sie mal so ein bisschen in Gang kommen. Dann haben wir hier noch ein Emblem, was ich auch nicht so ganz unproblematisch finde. Das ist das Emblem der Universität Rostock. Die ist Teil dieser Privatfirma, obwohl sie sich ja eigentlich als unabhängige Forschung selber gerieren. Und es kommt noch dicker, BioOK ist eine GmbH, da kann man im Handelsregister danach gucken, wer sind denn da die Gesellschafter und Gesellschafterinnen. Und wen fand ich da? Die ganzen Dozentinnen und Dozenten der Universität Rostock. Wenn die also da an der Uni Lehrbetrieb und forschen, dann sind sie gleichzeitig unabhängige staatliche Forschung und ihre Privatfirma. Das Beste aber fand ich das hier. Das Julius-Kühn-Institut, das bundeseigene Pflanzenbauinstitut, wird hier als Teil der Firma dargestellt. Die sind im Genehmigungsverfahren beteiligt. Hat diese Firma ihre eigene Genehmigungsbehörde in der Firma? Wäre ja auch nicht ganz schlecht. Nachdem wir das öffentlich machten, verschwand dieser Eintrag aus dem Internet. Wenn ihr das heute anguckt, ist da ein weißer Fleck. Aber das dient wohl mehr der Propaganda als einer Korrektur der Wirklichkeit. Gut, soweit die Merkwürdigkeiten. Vielleicht nochmal zu dem Normalen. Was sind denn das für so Kleinstfirmen? Was kann man sich darunter vorstellen? Ich mache es mir mal ganz einfach und gucke mir mal so ein paar im Internet an und klicke auf Impressum. Was lesen wir da? Ich fange an mit Biomat. Das ist die Seite. Und da lesen wir Biomat GmbH, Thünenplatz 1 in Groß-Lüsewitz. Und da steht eine Telefonnummer und eine Faxnummer und die hat die 18 hinten. Und dann steht da noch ein Geschäftsführer, Kerstin Schmidt. Soweit so gut. Wir gucken uns jetzt mal eine andere von diesen Kleinstfirmen an. Das sage ich jetzt ausdrücklich dazu, weil das nicht unmittelbar erkennbar ist. Ich gehe nochmal zurück. Also das war Biomat und das ist Biovativ. Zweifelsfrei eine völlig andere Firma. Und wir lesen Thünenplatz 1, Groß-Lüsewitz, Fax 18 hinten, Geschäftsführer Kerstin Schmidt. Das hatten wir schon mal. Gucken wir uns mal das Impressum von dem Gesamtkonstrukt, dem Firmenverbund an, BioOK. Jetzt wird es abwechslungsreich, blau und auf Englisch. Imprint. BioOK, Thünenplatz 1, Groß-Lüsewitz, Fax mit der 18 hinten, Business Manager, Kerstin Schmidt. Kann es sein, dass wir eine reine Fassade von Kleinstfirmen haben? Das ist sicherlich sehr günstig, um sich gegenseitig Rechnungen auszustellen. Als die noch nicht am Thünenplatz 1 standen,
Da saßen die in Rostock in der Schnickmannstraße 4. Das sagte uns gar nichts. Da sind wir doch mal vorbeigegangen, um zu gucken, was in der Schnickmannstraße 4 so ist. Und standen vor einem leeren Gebäude mit diesem Briefkasten da dran. Und wer den Begriff Briefkastenfirma bis heute nicht richtig klar hatte, hat jetzt vielleicht einen besseren Eindruck von diesem Begriff. Und hinter dieser Fassade, der immer gleich aussehenden Firmen mit der immer gleichen Person, wenn man genauer hinguckt, sieht man natürlich die großen Konzerne. Zum Beispiel, wenn man dort Proteste organisiert, meldet sich ein Rechtsanwalt. Und das kann in Rostock sein, die Proteste. Er kommt immer aus Düsseldorf und heißt Hartwig Stiebler und ist der Anwalt von Monsanto. Und der Wachschutz, der die Felder bewacht, den bezahlt BASF. Und wenn Ingeborg Patente anmeldet, dann macht sie es mit Bayer. Würde das so laufen, wenn die mit den Feldern gar nichts zu tun haben? Das ist wohl unwahrscheinlich. Und in der Tat, diese kleinen Firmen haben nie eigene Patente, die landen immer bei den großen Konzernen. Häufig sogar nach 3-4 Jahren sind dann diese Kleinstfirmen ausgelutscht und dann landen die ganzen Firmen bei den großen Konzernen. Soweit also ein Eindruck in diese Kleinstfirmenstruktur. Und ich springe jetzt zum nächsten, eine Behörde. Als Beispiel für die staatliche Aktivität. Und ich stelle die Genehmigungsbehörde vor in Deutschland, die für diese ganzen einzelnen Felder zuständig ist. Wir hatten im letzten Jahr in Deutschland 18 Felder und 17 davon wurden über diesen nationalen Genehmigungsweg gemacht. Von dieser Behörde, die sitzt in Berlin in der Mauerstraße 39 bis 42, ist Teil einer größeren Behörde, die ihren Hauptsitz in Braunschweig hat. Und wenn ihr jetzt schon angefangen habt, euch auszurechnen, wie oft ihr euren Garten in 9,6 Quadratmeter Zellen und so aufteilen könnt, um ein bisschen Biosicherheitsgeld zu kassieren, dann habt ihr noch eine Hürde vor euch. Ihr müsst diese Felder noch genehmigen lassen. Das ist aber eine relativ übersichtliche Hürde. Denn das müsst ihr bei dieser Behörde machen. Da müsst ihr einen Brief hinschreiben. Wir hätten gern dieses Feld genehmigt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr es genehmigt bekommt, ist doch ziemlich groß. Die sagen das sogar in ihrer eigenen Öffentlichkeitsarbeit. Die werben damit, dass sie eine Genehmigungsquote von exakt 100% haben. Die haben noch nie irgendwas abgelehnt. Das wäre jetzt nicht so überraschend, wenn das so heißen würde, Agentur zur Förderung der Großindustrieinteressen oder ähnliches. Aber so heißt dieses Amt nicht. BVL steht überraschenderweise für etwas ganz anderes. Dieses Amt mit der 100% Durchwinkquote bei der Agrogentechnik heißt Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Das sind formal unsere höchsten Verbraucherschützerinnen. Und die haben eine 100% Durchwinkquote einer Technik, die nur 6% wollen und 0% für sinnvoll halten. Wenn man sich die Leute anguckt, die da arbeiten, ist das auch gar nicht mehr so überraschend. Der langjährige Chef von der Abteilung und Unterzeichner der meisten Freisetzungsanträge war Hans-Jörg Bug. Er ist jetzt seit kurzem nicht mehr, aber das spielt keine Rolle für die Praxis da draußen bislang. Soweit ich weiß, hat er noch keinen Nachfolger. Also relevant für die letzten Jahre Hans-Jörg Bug. Da man von dem Durchwinken von Anträgen höchstens einen lahmen Arm kriegt, aber das nicht wirklich anstrengend ist, hat sich Hans-Jörg Bug eine Reihe weiterer Ämter gesucht. So hat er mehrere Jahre auch in der Arbeitsgruppe für die Genehmigung auf EU-Ebene gesessen, diese sogenannte EFSA, European Food Safety Authority, die im Übrigen auch eine 100% Durchwinkquote hat. Wenn es auf EU-Ebene mal Probleme gibt, dann immer am Ministerrat und an der Kommission, nie an der EFSA. Da saß er einige Jahre, im Moment sitzt er da nicht mehr. Und dann sah man ihn auf Industriemessen herumgehen. Da kann er ja machen, sich da irgendwelche Stände angucken, aber er trat auch als Redner im Programm auf und hielt flammende Reden für die Agrogentechnik. Der oberste Kontrolleur der Agrogentechnik in Deutschland hält Reden auf Werbemessen für die Agrogentechnik und abgefahren ist, er tritt in einem Werbefilm auf, der Agrogentechnikfirmen und wirbt dort für diese Agrogentechnik. Das gucken wir uns jetzt hier mal im Original an. Uns kommen Zweifel, als wir dieses Werbevideo der Gentechnikindustrie sehen. 6 große Konzerne werben darin für ihren gentechnisch veränderten Mais, den sogenannten BT-Mais. Schon auf der Hülle wird die Werbebotschaft klar. Genmais bietet die ökologisch beste Lösung. Das Band birgt eine faustdicke Überraschung. Professor Bug, der Spitzenbeamte aus der Genehmigungsbehörde für Gentechnik, und Bug preist die ökonomischen Vorteile von Genmais an. Wenn sich, wie es sich in den USA gezeigt hat, BT und die
Tatsache, dass die Landwirte dort Bitemas anbauen, zeigt, dass für sie einen ökonomischen Vorteil bringt, denn bedeutet es, diese Möglichkeit nicht zu haben, eben nicht unter so günstigen Bedingungen produzieren zu können, sodass das auf lange Sicht gesehen natürlich auch ein Nachteil für den Landwirt hier ist. Für die Bauern ist die Botschaft aus der Genehmigungsbehörde klar. Wer Genmais anbaut, verdient mehr Geld. Aber wer glaubt, dass das schon der Höhepunkt ist, sieht sich geirrt. Hans-Jörg Buch sitzt gleichzeitig in mehreren Lobbyorganisationen, die von morgens bis abends nichts anderes machen als Werbung für die Agrogentechnik im Deutschen Wissenschaftlerkreis Grüne Gentechnik in der internationalen PRI. Und tatsächlich finde ich, der Höhepunkt von dem, was Buch da tut, ist, sein Name steht unter einem Manifest, das hat er unterschrieben mit vielen anderen Leuten zusammen. Und in diesem Manifest wird der Abbau der Kontrollen in der Agrogentechnik gefordert. Der oberste Kontrolleur in Deutschland findet seine Arbeit scheiße. Und er fordert den Abbau der Kontrollen und verhält sich auf seinem Posten genauso. Er winkt alles durch, 100% Genehmigungsquote, wird vor diesem Hintergrund keine Überraschung mehr sein. Und er ist nicht alleine. Sein Stellvertreter ist Detlef Bartsch. Und weil es ihm da auch langweilig ist, hat er auch auf EU-Ebene rumgehangen. Er ist auch heute noch so. Auch das ist sehr interessant. Einer von den vier, Deutschland entsendet vier Leute in diese EFSA-Gruppe. Und obwohl es ein Land ist, eben mit 6% Zustimmung und 0% finden es sinnvoll, sind alle vier deutschen Vertreter und Vertreterinnen in der EFSA Befürworter der Agrogentechnik. Auch hier findet wieder Realpolitik statt und die Realpolitik ist die Katastrophe. Bartsch tritt in dem gleichen Werbefilm auf, damit gar keine Zweifel entstehen. Die ganze Behördenspitze macht Werbung für die, die sie eigentlich kontrollieren sollen. Ist in noch mehr Lobbyorganisationen wie sein Chef. Er kommt aus der RWTH Aachen, einem der großen, die Biologie dort, einer großen Knotenpunkte in den Gentechnikseilschaften. Er macht dort heute noch Angebote mit Lehrpersonen zusammen, deren Versuche er gleichzeitig sogenannt unabhängig überwacht. Und da kann man sich natürlich fragen, wie kann denn das eigentlich sein in einem Land, dass da solche Leute seit Jahrzehnten herummachen und alles durchwinken? Passt da niemand auf? Warum werden die nicht querversetzt? Es wäre sogar sehr einfach gewesen, sie sogar beamtenrechtlich stolpern zu lassen. Denn beide, als sie auf EU-Ebene anfingen, haben einen Fragebogen bekommen, auf dem sie unter anderem ankreuzen mussten, haben sie Kontakte zur Gentechnikindustrie oder nicht. Wenn man Werbefilme für die macht, ist das wohl klar. Aber beide haben Nein angekreuzt. Es war bei beiden eine Lüge und da das ein Dienstvorgang ist, hätte man sie darüber kippen lassen können. Offensichtlich ist das gewollt, was sie da tun. So dass sich die Frage stellt, wer deckt die? Wer ist deren Dienstvorgesetzter oder Dienstvorgesetzte? Alles, was ich hier erzählt habe, ist seit ewig bekannt. Der Film ist eine Reportsendung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gewesen. Das wissen alle seit vielen Jahren und es wird so gelassen. Die Dienstvorgesetzten von diesen Leuten, die das so wollen, sind die Landwirtschafts- und Verbraucherministerinnen und Minister der Bundesrepublik Deutschland. Also rückwärts aufgezählt die CSUlerin Ilse Aigner, der CSUler Horst Seehofer und die Grüne Renate Künast. Um so etwas herum garniert man dann natürlich noch eine Vielzahl von anderen Gremien. Ich könnte an jedem Gremium, jeder Behörde genau diese gleiche einseitige Besetzung nachweisen. Das ist aber immer nur Wiederholung. Was aber interessant ist noch, die heißen ja eigentlich Bundesamt für Verbraucherschutz. Und was man sehen kann, ist, dass sie mit diesen Konzernen, die sie eigentlich kontrollieren müssen, gut umgehen können. Und die Frage ist, wie gehen die denn eigentlich mit Verbraucherinnen und Verbrauchern um? Wissen die überhaupt, dass es sowas gibt? Ihre Werbung ist faszinierend. Da hätte jetzt eigentlich ein Ton kommen müssen, aber... Übergeordnetes Ziel der Risikokommunikation des BVL ist es, durch Transparenz das Vertrauen in die staatlichen Einrichtungen der Lebensmittelsicherheit zu stärken. Das ist schön, gell? Man kann das ausprobieren. Es ist September 2008 und ich schreibe einen Brief an das BVL. Guten Tag, Sie haben da doch dieses niedliche kleine Feld mit transgener Gerste, nicht? Ihr erinnert euch, dieses 9,6 Quadratmeter, zu dem ich euch jetzt gerade gemacht hatte. Und da haben Sie sich doch bestimmt einen Aktenordner für gekauft, als Sie das genehmigt haben und ein paar Zettel reingehängt. Die hätte ich doch gern mal gesehen. Das weiß ich nicht, was das BVL mit diesem Brief gemacht hat. Vielleicht bekommt es ja nicht so viel Post von da draußen und so.
Da gibt's Menschen. Irgendwie haben sie den auch aufgekriegt und mir dann eine Antwort geschrieben, die euch wahrscheinlich nicht so überraschen wird. Und die lautete: Nein, diese Akteneinsicht zu dem Feld bekommen Sie nicht. Na gut, wahrscheinlich denkt ihr euch auch schon, ich hätte mir diese Briefmarke gleich gespart, wenn ich jetzt nicht noch etwas im Rücken gehabt hätte, was wichtig ist zu wissen. Es gibt wenig Gesetze, die uns nützen, weil die werden ja nicht von uns gemacht. Aber dieses nützt uns. In Deutschland muss es wirklich mit Klageandrohung von der EU durchgesetzt werden. Ob es was Vergleichbares in der Schweiz gibt, ist mir jetzt nicht ganz klar. In allen EU-Ländern gibt es das aber auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich gibt es das auch in der Schweiz, weil Deutschland war ein Nachzügler. Und zwar ist das ein Gesetz, das heißt in Deutschland Umweltinformationsgesetz. Und das sagt kurz zusammengefasst, man kann bei jeder staatlichen Stelle in jede umweltrelevante Akte, auch ohne Betroffener oder Betroffene zu sein, also ohne Angabe von Gründen, einfach reingucken. In jede. Ohne Wenn und Aber. Das ist eine Waffe, das muss man sich merken. Das gilt auch im Gesundheitsbereich und in vielen anderen Bereichen inzwischen. So, und was machte ich also als nächstes? Ich schrieb einen Brief an das Verwaltungsgericht Braunschweig. Da ist der Hauptsitz von dem BVL. Und er erhob Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland. Ich will den Aktenordner von dem Feld. Das ist ein Verwaltungsgerichtsverfahren. Und so ein Verwaltungsgericht nimmt dann diese Klage und schickt die an den Beklagten, damit die eine sogenannte Klageerwiderung machen müssen. Jetzt weiß ich wieder nicht, was da passiert ist mit dem Brief beim BVL. Oh, Umweltinformationsgesetz. Kann mal jemand googeln? Also ich meine, ist ja ein Verbraucherschutzamt, muss ich ja mit Verbraucherschutzgesetzen nicht auskennen. Jedenfalls haben sie es wohl irgendwann gefunden und fanden dann auch einen Paragraphen, den es da tatsächlich leider gibt, der so heißt wie Ausnahmen. Aber der ist relativ harmlos. Kann ich wirklich beruhigen, es lohnt sich, mit diesem Gesetz zu arbeiten. Nur das BVL dachte sich jetzt, na, wenn es Ausnahmen gibt, dann sind wir doch bestimmt eine riesige Ausnahme. Und schrieben einen Brief zurück als Klageerwiderung. Nein, nicht nur ich soll keine Akteneinsicht kriegen, sondern Sie seien eine Ausnahme. Sie müssen überhaupt gar keine Akteneinsicht erteilen. Nun müssen Sie sowas natürlich auch begründen. Und das machten sie wie folgt. Hier kommen jetzt zwei Auszüge aus diesem Brief an das Verwaltungsgericht. Das ist natürlich ein bisschen juristisches Kauderwelsch. Ich sage es auch noch mit meinen Worten nochmal. Als erstes sagten sie, als Verbraucherschutzamt, Sie seien so unglaublich überlastet. Ständig würden sich Leute melden. Auch allein wegen Gentechnik. Es würde ständig das Telefon klingeln. Allein 24 Mal im Jahr 2008. Der zweite Grund. Dieses Haus, was ich am Anfang gezeigt habe, das sei ja doch ziemlich klein. Und deshalb sei es leider nicht möglich, dass ich dort einen Stuhl bekomme und an einer Tischecke Platz nehmen könnte und in einer Akte blättern könnte. Es sei leider kein Platz da. Also dieser Brief ging jetzt an das Verwaltungsgericht und das Verwaltungsgericht muss das normalerweise mir dann zuschicken, damit ich wieder eine Stellungnahme dazu machen kann. Aber das tat es nicht. Es schrieb nämlich tatsächlich einen Brief gleich ans BVL zurück. Das war ein sehr amüsant zu lesender Brief. Und in dem stand unter anderem so schön formuliert, wir empfehlen Ihnen, Ihre Rechtsposition zu überarbeiten. Also dachte sich das Verwaltungsgericht, natürlich sind wir dafür da, den Staat vor renitenten Bürgerinnen und Bürgern zu schützen, aber der Staat muss sich ein bisschen intelligenter anstellen. Bitte neue Ausrede einfallen lassen. Das nun überforderte die im Umgang mit Verbraucherinnen und Verbrauchern offensichtlich sehr ungeübte Behörde, aber total, mit dem Ergebnis, sie genehmigten uns die Akteneinsicht. Und tatsächlich jede und jeder von euch kann das inzwischen ausprobieren. Es ist überhaupt kein Problem mehr, die haben inzwischen auch einen extra Raum und alles ist ganz easy, man kann die Akteneinsicht an. Am Anfang war es ganz spannend, da standen wir vier Leuten, haben geguckt, dass wir keine Büroklammern mehr klauen oder so etwas. Inzwischen ist alles ganz relaxed und wir können das in Ruhe alles abfotografieren. Das ist ein für alle Mal durch, aber alle anderen... Alle anderen mit der Agrogentechnik befassten Bundesbehörden verweigern bis heute die Akteneinsicht. Das ist von morgens bis abends Rechtsbruch. Wir werden sie alle nacheinander in die Knie zwingen müssen. Also das, was man woanders organisierte Kriminalität nennt, ist dort offensichtlich eher so der Begriff Alltag. Also soweit ein Einblick in die staatlichen Strukturen.
Und jetzt springe ich in den dritten Akteursbereich, der komplizierteste ist, weil es viele kleine verteilt sind. Universitäten, diese Kleinstfirmen, Bioparks und so weiter, die sogenannte Forschung. Und stelle als Beispiel vor, dieses schon erwähnte wichtigste Freisetzungsforschungszentrum in Deutschland, was von hier aus betrachtet natürlich eine Ecke weg ist, eben in der Nähe von Rostock, das wäre hier ungefähr 20 Kilometer östlich von Rostock, liegen dann zwei diese Felder mit den etwas diagonalen Traktorspuren. Und im Süden davon das Gebäude im Ort Groß-Lüsewitz, das ist das Agrobiotechnikum, das Verwaltungsgebäude. Dann rechts daneben lägen dann noch Sicherheitsstufe 1 Labore und Gewächshäuser. Das ist ein reines Agrogentechnik-Gründerzentrum, da kann man auch nichts anderes machen. Es ist die schon erwähnte Adresse Thünenplatz 1, also da hängen jetzt diese Briefkästen. 260 Hektar Land sind denen als Spielplatz zur Verfügung gestellt worden. Alles von Steuergelderseite und unglaublich viele Fördergelder sind in diesen Aufbau allein reingeflossen. Hier kann man das mal sehen, was da reingeflossen ist, und stellt sich schon die Frage, über wie perfekte Beziehungen zu einer Landesregierung muss man eigentlich verfügen, um 2,1 Millionen Euro aus einem Fonds Zukunft für die Jugend in Mecklenburg-Vorpommern in ein Agrogentechnikzentrum umzuleiten. Vielmehr natürlich aus der regionalen Wirtschaftsförderung, 6 Millionen Euro, Bundesmittel, 1 Million für Spaten und Schubkarren. Und dann immer diese ganzen Gelder für die einzelnen Felder, was ich erwähnte am transgen Gerstenfeld, was da auch mal gestanden hat, für viele, die haben jedes Jahr mehrere Felder, da kommt schon ordentlich was zusammen. Das Ganze gehört zur Gemeinde Sahnitz, wie weit von da noch Geld geflossen ist, wissen wir nicht, weil die Quelle der Landtag ist. Wir wissen aber, dass das Gebäude und das Grundstück von der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden. Also da wird wirklich alles rübergeschoben, was irgendwie geht. Und mit diesem Geld werden jetzt Felder angelegt. Das ist so eine Tabelle dessen, was 2005 bis 2008 gelaufen ist dort. Und da sieht man so unterschiedlichste Pflanzenarten, vor allen Dingen Kartoffeln, aber eben viele andere auch. Und wenn ihr jetzt hergehen würdet und würdet euch das mal merken, was hier das alles so für Pflanzen sind, würdet mal nachgucken, ob da jemals ein Forschungsergebnis veröffentlicht worden ist. Das ist eine relevante Frage, weil in der Wissenschaft gilt, wenn nichts veröffentlicht wird, ist es gar keine Wissenschaft. Es muss irgendwo an qualifizierter Stelle etwas veröffentlicht werden, sonst gilt das als nicht stattgefunden. Und wenn ihr jetzt mal gucken würdet in Bibliotheken, in Fachzeitschriften, Internet, ihr werdet von all diesen Pflanzen nirgends mehr irgendetwas finden. All diese Forschung hat nie stattgefunden. Aber warum standen die Felder da? Meines Erachtens werden solche Forschungsfelder aus 4 Gründen angelegt. Wovon der erste sehr simpel ist und eigentlich von mir auch schon mehrfach formuliert worden ist, aber das kommt natürlich immer noch mal besser, wenn man das aus dem Mund derer hört, die die Felder anlegen. Inge Brohr ist 2006 vom WDR in der Sendung Immer Ärger mit Linda, ne, das ist diese Kartoffel, die sie immer aus dem Markt kippen wollen, gefragt worden: Frau Brohr, warum forschen Sie nur zur Agrogentechnik? Und ihre Antwort war: Im Moment, also da hätte auch ein Ton kommen müssen. Ich hoffe, dass gleich, wenn noch mal ein richtiger, dass der jetzt nicht ganz ausfällt. Im Moment ist es hauptsächlich Forschung in der Gentechnik, weil es dafür Geld gibt. Das ist ziemlich simpel. Sie ist 2009 noch mal gefragt worden, würden Sie auch gerne zu ökologischem Landbau arbeiten? Und Inge Brohr, immer auf der Suche nach Geld: Oh ja, gerne, aber dafür gibt es kein Geld. Ihr Pendant, der RWTH Aachen, Stefan Rauschen, der dort der Versuchsleiter viele Jahre war, wurde auch mal gefragt: Was würden Sie machen, wenn Ihr Institut nicht immer diese Gelder kriegt? Und seine Antwort war: Taxi fahren. Die können nicht anders. Der Staat zieht ihnen die Mittel aus den Universitäten heraus und bietet sich dann selbst als wichtigster Drittmittelgeber wieder an und sagt: Aber jetzt diktieren wir, was ihr macht. Und so sind die ganzen Agrarwissenschaften und die Biologien, die vor 10, 20 Jahren ausgeblutet sind, heute umgebaut worden zu reinen Gentechnik-Institutionen. Und da muss man ständig Gentechnik betreiben, weil sonst ist das Institut pleite. Geld ist das Hauptschmieröl, staatliches Geld vor allen Dingen, der Agrogentechnik. Der zweite Grund ist etwas perfider, komplizierter zu erklären, aber ich glaube, es spielt eine wesentliche Rolle, warum diese Felder da sind. Und zwar, wenn ihr euch mal versucht, in die Menschen hineinzuversetzen, die die Agrogentechnik jetzt wollen. Sind ja nicht so viele, ne? Also die sie wollen, das waren ja immer noch 6%. Nicht die, die sie sinnvoll finden, die gibt's ja nicht. Also die sie wollen, die kriegen viel Geld, gute Pöstchen, können ihre Institute wieder ausstatten, aber sie werden nicht gemocht. Es könnte sein, dass sie das nerven oder dass sie herbeisehnen den Moment, wo es endlich aufhört mit dieser elenden Debatte um die Gentechnikfreiheit. Und dann kommen sie vielleicht auf die Idee: Wenn alles verseucht ist, ist die auch irgendwie zu Ende. Kann es sein,
dass Felder angelegt werden, damit das Zeugs auskreuzt, die kennen noch etwas anderes. Die wissen, was bereits passiert ist in diesem Auskreuzungsbereich. Und ein Beispiel will ich mal erzählen, und das kennen wahrscheinlich viele von euch auch. Früher 2006 tauchte weltweit in Ladenregalen in Reispackungen ein gentechnisch veränderter Reis aus. Der hieß LL601. Das ist ein Reis der Firma Bayer, und der hätte da nicht sein dürfen. Weltweit war der überall. Der war nur auf kleinen Versuchsfeldern angebaut worden in Nordamerika und hat unter 10 Jahre gebraucht, um sich weltweit überall auszubreiten. Reis ist ein Selbstbestäuber, so wie Gerste, so wie Weizen. Also eine Pflanze, die bei weitgehend geschlossener Blüte sich selbst bestäubt. In der Natur ist nichts hundertprozentig. Aber das sind die Pflanzen mit der geringsten Ausbreitungstendenz. Und wenn die Pflanze mit der geringsten Ausbreitungstendenz von kleinen Feldern weniger als 10 Jahre braucht, um sich überall hin auszubreiten, könnte ja der Gedanke entstehen, lass uns Felder anlegen, dann ist die Frage irgendwann durch. Ich kann das nicht nachweisen, dass es aus diesem Grunde passiert, aber es gibt noch ein verheerendes Indiz. Wenn ich mir jetzt überlegen würde, wo packe ich die hin, damit das möglichst schnell geht, käme ich vielleicht auf die Idee, oh, da gibt es doch diese Saatgutbanken. Das sind Orte, an denen die Vielfalt an Saatgut erhalten werden soll. Das kann man nicht einfach machen, indem man das in irgendein Reagenzglas reintut. Es gibt ja sehr, sehr viele verschiedene Sorten und Linien, allein von Weizen mehr als 10.000. Die meisten werden davon in der Landwirtschaft nicht mehr angebaut. Und jetzt gibt es diese Saatgutbanken, die bewahren die auf, aber die sind natürlich nicht so endlos lange keimfähig. Da muss man die wieder in die Erde bringen, muss die wieder ernten. Und so sind Saatgutbanken, die haben dann immer die Gebäude und dann so eine Art Schachbrett, riesige Schachbrett daneben sich, wo sie halt diese ganzen Sachen in die Erde bringen und immer wieder ernten. Wenn ich will, dass es kein gentechnikfreies Saatgut mehr gibt, würde ich versuchen zu organisieren, dass daneben ein auskreuzungsfähiges, also die gleiche Pflanzenart, ein Feld mit gentechnisch Verändertem steht. Oder aus der Sicht derer, die Gentechnikfreiheit wollen, es gibt keinen verheerenderen Standort als die Saatgutbanken. Und jetzt gucken wir uns das mal an, was in Deutschland passiert ist. Es gibt 5 offizielle Saatgutbanken. Das ist eine Karte von denen, und ich gehe die jetzt mal von unten nach oben durch. Fang an in Rheinland-Pfalz, da liegt die Saatgutbank für Weinsorten. Die Zahlen, die man da unten erkennen kann, wenn man sie erkennen kann, sind immer die, wie viele Sorten und Linien die da haben. Man sieht also Wein nicht so viel wie anderes. Und neben dieser Saatgutbank für Wein sollte direkt daneben ein Feld mit gentechnisch verändertem Wein stehen. Das steht da nur nicht, weil die es 2004 selbst abgesägt haben. Weil der Wein so krankheitsanfällig und so schlecht war, dass er eine lebende Anti-Werbung war, dass es ihnen peinlich war und sie ihren eigenen tollen gentechnisch veränderten Wein wieder abgesägt haben. Aber geplant war, er sollte die ganze Zeit neben der Saatgutbank stehen. Saatgutbank für Obstbäume in Dresden-Pillnitz. Und wo standen gentechnisch veränderte Apfelbäume? Auf dem gleichen Grundstück in Dresden-Pillnitz. Standen, muss ich auch hier sagen, weil die sind 2009 von Unbekannten komplett alle abgesägt worden. Also ihr klatscht. Die deutsche Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner hat im Fernsehen gesagt, sie hätte geheult, als sie das gehört hätte. Aber es sagt vielleicht auch nur etwas über die emotionale Beziehung von Bundesregierungsmitgliedern zu künstlichem Leben, während sie die Vernichtung von realem Leben ja nicht so schlimm finden, wenn ich das so richtig werte. Gatersleben, die mit Abstand größte Saatgutbank in Deutschland, eine der größten überhaupt weltweit, Getreide und Hülsenfrüchte. Und auf dem gleichen Grundstück gentechnisch veränderte Erbsen und gentechnisch veränderter Weizen in den letzten Jahren. Große Lüsewitz, die Saatgutbank für Kartoffeln. Und da ist auch das Agrobiotechnikum. Was war deren häufigste Pflanze, gentechnisch verändert? Kartoffeln. Malchow auf der Insel Pöhl, die Saatgutbank für Ölpflanzen. Und daneben bis 2009 ein Feld mit gentechnisch verändertem Raps. Will irgendjemand behaupten, dass das alles reiner Zufall sein könnte? Der dritte Grund ist auch wieder etwas um die Ecke gedacht. Man braucht diese Forschungsfelder, um etwas, was man politisch längst entschieden hat, vorzutäuschen, dass man das wissenschaftlich herausgefunden hat. Das hat es jetzt wirklich in 2 Bereichen schon richtig wichtig gegeben.
Das erste waren diese Abstandsregelungen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob die in der Schweiz genauso absurd sind. In Deutschland sind sie jedenfalls so absurd, dass man das sofort auffällt. Also die haben richtig viele Felder gemacht, es sollte herausgefunden werden, wie weit fliegt dieser Pollen, weil es wird ja immer davon geredet, von der Koexistenz, gentechnikfrei, nicht gentechnikfrei, wie viel Abstand muss das haben. Damals hat man noch geglaubt, dass man das mit sowas hinkriegen kann. Dann haben sie halt die Felder hinter Wald versteckt, damit der Wind da nicht so weht, haben dann auf der anderen Seite Hanfpflanzen gemacht, die haben sehr klebrige Blätter, damit es nicht so weit fliegt und so. Und dann flog er dann doch irgendwie durch die Gegend. Und wie auch immer, das Ergebnis, was man in Deutschland hat, ist sehr faszinierend und so kurios, dass es gar nicht sein kann, dass man das durch wissenschaftliche Experimente herausgefunden hat. Denn ein Pollen, zum Beispiel von einer Maispflanze, fliegt in Deutschland unterschiedlich weit, je nachdem, auf welchem Feld er landet. Wenn er also losfliegt und dann kommt ein konventioneller Bauer, dann fällt er nach 150 Metern runter. Schluss, kein einziger Pollen fliegt weiter. Sollte aber dieser Bauer umgestellt haben auf Bio, dann fliegt er doppelt so weit. 300 Meter. Das ist die gesetzliche Lage in Deutschland. Es erscheint ziemlich ausgeschlossen, dass das einer wissenschaftlichen Untersuchung entspringen kann. Und so ist es auch in dem zweiten Fall, der jetzt gerade dominant ist, denn inzwischen haben die natürlich klargekriegt, es wird sich alles mit allem vermischen. Und jetzt kommen sie auf einen neuen Gag, weil man redet ja von Koexistenz. Es soll gentechnikfrei neben Gentechnik sein. Und da sich alles mit allem vermischen wird, gibt es jetzt den neuen Trick. Und der neue Trick heißt Grenzwerte. Das heißt, etwas gentechnisch Verseuchtes darf als gentechnikfrei gekennzeichnet werden, wenn da nicht so viel drin ist. Und dann gibt es eben doch Koexistenz. So, und jetzt würfelt man darum um diesen Grenzwert. In Deutschland ist er zurzeit bei Saatgut noch bei 0,0 und bei zugelassenen Pflanzen schon bei 0,9%. Das heißt, wenn man also so ein Säckchen mit so 100 Samen hat, kann einer davon durchschnittlich Gentechnik sein und trotzdem ist es gentechnikfrei. Das Spannende jetzt, der Forscher, der Leiter ist, der ist Teil einer Bundesbehörde, also ein Beamter beim Julius-Kühn-Institut, ist Joachim Schiemann heißt er, der das herausfinden soll, wie der Grenzwert in Zukunft ist, der macht Vortragsveranstaltungen und dabei legt er eine Folie auf, wo das hier ein Ausschnitt ist. Und dann erzählt er den Leuten immer, Koexistenz von gentechnisch veränderten Pflanzen und nicht gentechnisch veränderten Pflanzen in einer Region, abhängig vom Schwellenwert, wenigstens 1% ist möglich. Das heißt, das, was er eigentlich herausfinden soll, erzählt er inzwischen schon in Vorträgen, nämlich, dass der Grenzwert steigen soll. Er sagt, dass es auch bei Saatgut so sein muss, über 1%. Dann ist wohl klar, dass wenn er die Felder demnächst anlegt, er auch genau das herausfinden wird, was er vorher schon als Ergebnis verkündet hat. Das heißt, man braucht die Felder als pseudowissenschaftliche Legitimation. Und der vierte Bereich, der vierte Grund, warum Felder angelegt werden, gar nicht unbedeutend, ist Propaganda. Die Hälfte der Felder in Deutschland liegen in einem großen Propagandagarten. Dort kann man richtig Kaffeefahrten hinmachen, könnt ihr auch machen. Jetzt geht es nicht mehr, Vegetationsperiode ist vorbei, aber Mai bis September kann man da hinfahren, so mit dem Bus da hinfahren und kriegt hinterher noch ein halbes Brötchen mit Würstchen und wird dann da durchgeführt. Das passiert hier, das ist in der Börde, das liegt zwischen Magdeburg und Braunschweig. Ein ganz kleiner Ort namens Üpplingen. Die Börde ist ja der Bereich, der in Deutschland die höchsten Bodenpunkte hat. Da kam früher der Reichtum her. Der Landwirtschaft, deshalb sind da protzige Hofgüter, die alle weit sehr zerfallen waren. Hier in Üpplingen, diesem Ort, ist dieses Hofgut bis 2008 aus EU-Regionalmitteln als UN-Nachhaltigkeitsprojekt saniert worden. Und als es fertig war, haben sich dann die Gentechnikseilschaften unter den Nagel gerissen. Das ist heute der große Treffpunkt der Gentechnikseilschaften in Deutschland und auch Schweiz-Leute, also zum Beispiel Klaus Ammann, der ist der berühmteste Mensch hier aus der Schweiz, turnt da auch immer rum. Im Norden davon haben sie einen Schaugarten angelegt, da kann man dann halt durchgehen, das ist wie so ein kleiner Streichelzoo, da haben sie dann gentechnisch veränderten Mais und gentechnisch nicht veränderten Mais, den nicht veränderten ein paar Tage später einpflanzen, damit er immer ein bisschen kleiner aussieht, das kommt gut in der Propaganda. Betreiber von diesem Gentechnik-Schaugarten ist die Firma Biotech Farm GmbH, wir sind ja jetzt 300 Kilometer von Rostock entfernt, ich zeige mal das Impressum, wer sich noch erinnern kann, ne? Das hatte doch erhebliche Ähnlichkeiten. Zwar ist jetzt die Adresse unterschiedlich, aber Geschäftsführer wieder Kerstin Schmidt. Egal, wo man in Deutschland hinguckt, da sind immer diese Kleinstfirmen mit immer dieser gleichen Geschäftsführerin. Ja, und wenn man zu diesem Garten geht, dann ist das halt so eine gentechnische Anlage mit so ganz vielen Beeten.
Und jetzt gibt es immer verschiedenste Sicherheitsauflagen. Und eine der ist, dass bei solchen Genfeldern immer eine Mantelsaat rundherum sein soll. Also Mantelsaat ist dann meistens Mais, 5 Meter so. Da wird dann so behauptet, da wird sich der Pollen darin verirren und dann kommt der da nicht durch. Naja. Da das aber ja ein Schaugarten ist, würde so ein 5 Meter breiter Maisgürtel, der so geschlossen ist, ja irgendwie nerven. Weil man soll sich das ja angucken. Also sind da Lücken, wo die Leute durchspazieren. Und da macht man dann Pollenschutzfallen. Die sehen so aus. Das ist so ein Tuch und da hinten ist ein anderes Tuch, um das man sich dann so rumwinden muss. Ne, wie bei so einer Metallsperranlage, wo man im Fahrrad sich so durchschlängeln muss. Das ist also ein Pollenschutz. Da kann der nicht durch, der verirrt sich da. Und wenn man dann kommt man auf die Fläche und dann steht man da, hier zum Beispiel mit Kerstin Schmidt und Uwe Schrader, die da beide wichtige Leute sind, ist dann immer gut bewacht von solchen Leuten, von diesem BASF bezahlten Wachschutz und kann dann mit ihnen diskutieren. Und im September 2010 gelang es uns das erste Mal, ein Tonband mit in so einen Spaziergang reinzubringen. Und das war schon ganz faszinierend. Ich habe das mal komplett abgetippt vor ungefähr einem Jahr. Da hatte ich ja, wie schon berichtet wurde, relativ viel Zeit, weil ich da ein halbes Jahr im Knast saß. Und da habe ich das mal abgeschrieben. Und man sieht das halt so, wie diese Leute, diese Gruppe jetzt da so hingeht und die kommt, das ist September 2010, an ein Feld mit MON 810 Mais. Das ist von daher ganz interessant, weil in diesem Jahr war MON 810 in Deutschland bereits verboten. Landwirtinnen und Landwirte durften den nicht anbauen, weil er gefährlich war. Die da durften ihn anbauen in ihrem Gentechnik-Streichelzoo, hat das BVL natürlich mal wieder durchgewunken. So, jetzt kommt ihr da hin und jetzt fragt jemand, wie das denn so ist, ob da schon mal die Schädlichkeit untersucht wurde für Kühe, weil es ist ja ein Futtermais. Und dann hört man Kerstin Schmidt macht diese Führung antworten und das ist so typisch, wie die immer, wenn man mal Argumente von ihnen haben will, halt so antworten. Also es gibt sehr, sehr viele Untersuchungen dazu. BT-Untersuchungen gibt es auf der ganzen Welt, von allen möglichen wissenschaftlichen Einrichtungen, von Unternehmen, also da gibt es Tausende von. Also es fällt ziemlich schnell auf, sie hat vor allen Dingen gar nichts gesagt. Wahrscheinlich reicht das normalerweise, aber diesmal nicht, sondern eine Person fragt jetzt nach und jetzt kommt das mal im O-Ton, das ist halt ein Tonband, was versteckt war, deshalb ist das nicht so optimal, aber man kann sich das anhören, man kann das aber ja hier auch mitlesen, wie diese Debatte weitergeht, also Nachfrage einer Besucherin, Kerstin Schmidt antwortet. Können Sie mir das Forschungsinstitut nennen, was das so genau untersucht hat, weil... Da finde ich eigentlich in der Literatur nicht so viele. Also ich kann Ihnen ein paar Forschungsinstitute aus Deutschland nennen. Ja, bitte. Das ist die RWTH Aachen, das ist die Biologische Bundesanstalt Braunschweig, heutzutage Julius-Kühn-Institut. Das ist die FAL in Braunschweig, die gehören jetzt, glaube ich, heißt noch irgendwie Fontünen-Institut oder teilweise Julius-Kühn-Institut. Das sind die, die ich jetzt so spontan aus Deutschland nennen könnte. Also Lage ist klar, da kommt eine präzise Nachfrage und Kerstin Schmidt stammelt jetzt vor sich hin. Wer sich mit den Dingern ein bisschen auskennt, weiß, sie hat da 4 Institutionen genannt, von denen 3 die gleichen sind, nur einen unterschiedlichen Namen hat sie für das gleiche genannt. Also offensichtlich kennt sie sich in diesen Metiers überhaupt nicht aus. Aber ich habe mir trotzdem mal die Mühe gemacht, nachzugucken, ob auch nur irgendwas davon stimmt und habe meine Datenbanken geguckt. Und was es für Fütterungsstudien gibt, ich kann das natürlich jetzt nicht alles zeigen, wo ich da nachgewurschtelt habe. Man findet immer nur diese eine Fütterungsstudie, die es tatsächlich gegeben hat, von der Landesanstalt in Bayern, in Grub. Das ist ein ganz merkwürdiger Versuch, wo die bei beiden Versuchsvergleichsgruppen der Kühe die Hälfte jeweils gestorben ist und keiner weiß so richtig warum. Und also eigentlich zu nichts zu gebrauchen. Ansonsten findet man da nichts, weder in der Datenbank des Biosicherheitsprogramms noch in der Datenbank vom Julius-Kühn-Institut, das ist nur irgendwas zu Raps, von Thünen-Institut überhaupt nichts. Sprich, Kerstin Schmidt ist konkret gefragt worden und sie hat sich Studien ausgedacht. Das ist das Niveau, die erzählen ja immer was von Sachlichkeit und das ist das tatsächliche fachliche Niveau, das die haben. Sie denken sich was aus, wenn sie mal unter Druck kommen. Aber der Spaziergang geht ja noch weiter, das ist ja nicht nur das Maisfeld. Als nächstes kommen Sie an ein Weizenfeld. Und das ist so ein bisschen so der Running Gag der Agrogentechnik in Deutschland. Es gibt bei diesen Weizen, Gersten und so weiter Feldern immer eine Auflage, um die jedes Jahr wieder neu gestritten wird, nämlich, die sollen dieses Feld vor Mäusen schützen. Das ist nicht so ganz einfach, so ein Mäuseschutzzaun ist schon was Spezielles, aber sowas gibt's. Die Besuchergruppe geht da also jetzt hin und dann fragt wieder jemand, Mäuse kommen da nicht rein?
und Kerstin Schmidt beruhigt, da ist noch mal ein Nagerzaun. Geht die Gruppe dahin und ich kann euch jetzt ein Foto davon zeigen, weil im Frühjahr diesen Jahres auf dieser Trecker-Demo nach Berlin bin ich selber auch mitgefahren und bin da in den Garten reingekommen. Das gab zwar noch ein bisschen Probleme, aber dann hat die Polizei die beruhigt und dann haben die zwei Leute an jede Seite von mir gestellt und dann durfte ich da so mit Polizeischutz da auch mal so rein. Und so konnte ich diesen Mäuseschutzzaun, und der ist in Deutschland bei jedem Feld so, fotografieren. Also, und inzwischen ist es auch so, man beschwert sich da immer, dass die Behörde, das BVL inzwischen auch gesagt hat, der Mäuseschutzzaun ist okay. Also der staatlich geprüfte deutsche Gentechnikfeld Mäuseschutzzaun hier präsentiert. Das ist dieser klassische Karnickelzaun, ne, mit 2,5 Zentimetern. Immerhin, man braucht sich da keine Überlegung darüber zu machen, ob die Mäuse nicht vielleicht darüber klettern können, weil die kommen da ja durch. Gut, also das fällt auch den Leuten auf, die da lang marschieren und die zweifeln. Und dann kommt Kerstin Schmidt dazu und das hört man dann auf dem Tonband und dann sagt sie, aber selbst wenn, was soll da passieren? Das ist eine Sicherheitsauflage. Ohne das ist der Versuch illegal. Was würde... Der Kasten ist kaputt. Also, macht doch nichts. Was soll denn da passieren? Also, ein unglaublicher Umgang mit Sicherheitsauflagen. Die wissen, dass sie die brechen und es ist ihnen scheißegal. Und so geht's weiter. Als nächstes kommen die an ein Feld mit Rüben. Die H7-1. Das ist eine Koproduktion der Firmen KWS und Monsanto. Und dann kommen die an dieses Feld... Und diese H7-1 ist eine sogenannte Roundup-Ready-Rübe. Roundup-Ready ist ein System von Monsanto, ein Totalherbizid, Roundup. Und die Pflanze wird dann dagegen technisch so verändert, dass sie das abhält. Also ein normales Totalherbizid macht ja alles kaputt. Wird von Landwirten und Landwirtinnen auch ohne Gentechnik viel eingesetzt, leider. Aber sie können es nicht mehr einsetzen, wenn sie ihren Samen ausgebracht haben, weil dann würden sie den ja auch kaputt machen. Jetzt wird der so manipuliert, dass man drüber gehen kann und der hält es aus. Das heißt, auf einem Roundup-Ready-Rübenfeld darf eigentlich nichts anderes stehen als die Roundup-Ready-Rübe. Steht da doch was? Ist irgendwas schiefgegangen. Entweder irgendwas ist resistent geworden oder andere Pflanzen aus dem letzten Jahr sind außer Kontrolle geraten. Und so sehr interessant, die kommen an dieses Feld und dann fragt jemand, habe ich auf dem Tonband gehört, so, da steht ja überall Raps rum. Und was sagt Kerstin Schmidt? Also das finde ich wirklich den unglaublichsten Ausspruch. Wo ist Raps? Also das sind ganz kleine Beete und die haben keine Ahnung, was auf ihren Äckern da abgeht, obwohl die da täglich rumlaufen. Die interessiert das einen Scheißdreck. Ja, und dann zeigt ihnen das jemand, da ist Raps, überall ist Raps. Und was sagt Kerstin Schmidt dann? Och, das ist einfach Durchwuchs. Ja klar, es ist Durchwuchs, aber das ist ja gerade das Problem. Offenbar ein Raps, der ihnen schon außer Kontrolle geraten ist und der in der Landschaft so rumschreit. Na und? Das ist die Realität dessen, was sie uns als Forschungsfelder verkaufen. Und wenn man von dieser Ebene, diesen Niederungen der praktischen Forschung, da draußen geldgekauften Forschung, hochguckt in die Creme de la Creme der Forschung, wird es kein Stück besser. Oktober 2009, die Spitzenorganisation der deutschen Wissenschaft, die nationalen Wissenschaftsakademien im Namen aller Wissenschaftsakademien, hauen einen Text raus zur Agrogentechnik. Da denkt man natürlich, das ist jetzt fachliche Expertise bis zum Abwinken. Ich habe das durchgelesen und gedacht, die FDP kann in Deutschland eigentlich abdanken. Also sowas Ideologisches habe ich selten gelesen, wie diese Wissenschaftler wirklich triefen vor Entrüstung, dass die Menschen nicht kapieren, dass das total super ist. Also zum Beispiel ein Zitat aus diesem Papier. In Deutschland ist noch nicht hinreichend akzeptiert, dass die Anwendung der Gentechnik in der Pflanzenzüchtung ein noch unausgeschöpftes Potenzial für den ökologischen Landbau, für verbesserten Umweltschutz, die Erhaltung der Artenvielfalt und die Gesundheit bietet. Und weil Sie sich nun ärgern, dass die Leute das nicht kapieren wollen, gibt es noch eine Handlungsanweisung an die Bundesregierung. Demokratische Politik ist dafür mitverantwortlich, dass die Wähler Fakten zur Kenntnis nehmen. Ich finde es einen ziemlich unverblümten Aufruf zur Gehirnwäsche an die Regierenden. Diese Forschung ist es, die Annette Schavan, die Bundesforschungsministerin, mal mit folgendem Satz bedachte. Es darf doch in Deutschland nicht so weit kommen, dass man einem Landwirt mehr glaubt als einem Forscher. Also, das ist die Lage der Forschung. Und jetzt springe ich zur letzten darzustellenden Gruppe. Den Lobbyisten. Das habe ich schon angekündigt, jetzt wird es
noch mal ein Ticken lustiger. Die, die von morgens bis abends nichts anderes machen als Werbung für die Agrogentechnik. Ich greife da einen heraus, von dem ich der Meinung bin, der hat es am besten hingekriegt, in allen seinen Gremien alle Leute zusammenzubringen, der Verein InnoPlanta. Da sitzen sie dann immer zusammen, wenn der Beirat tagt oder der Vorstand. Vor allen Dingen die FDP hat es hat sich dort eingeschlichen. Das ist der Vorsitzende Uwe Schrader. Der war bis vor kurzem Landtagsabgeordneter der FDP in Sachsen-Anhalt. Die ist aber bei der letzten Wahl doch sehr, sehr deutlich unter die 5%-Hürde gehuscht. Und seitdem muss er sich einen neuen Job suchen. Aber ich glaube, in den Seilschaften ist das kein Problem für ihn. Er war im Übrigen, das war ja hier eben schon erwähnt worden, Uwe Schrader und Kerstin Schmidt waren die beiden, die gegen mich geklagt haben, um mir verbieten lassen zu wollen, dass ich diese Sachen sagen darf. Wie schon gesagt, ist das jetzt, war das so ein bisschen so ein Knieschuss. Jetzt kann es als gerichtlich geprüft gelten, dass man das alles sagen kann. Die haben aber noch gar nicht aufgegeben. Die haben inzwischen beim Verfassungsgericht Klage eingereicht mit der Argumentation, es kann nicht sein, dass die Ehre eines Landtagsabgeordneten niedriger gestellt wird als die Meinungsfreiheit. Na gut, dieser Verein InnoPlanta macht putzige Aktionen. Der hat zum Beispiel mal so eine Patenschaftsaktion für Genmaispflanzen gemacht. Und das war sehr interessant, wer da alles Patenschaften übernommen hat. Nämlich etliche Leiter von Kontroll- und Überwachungsbehörden haben Patenschaften über das übernommen, was sie eigentlich kontrollieren sollen. Außerdem haben die im Jahr 2009 zu der ersten bundesweiten Großdemonstration für die Agrogentechnik aufgerufen. Das fand ich interessant und bin da mal hingefahren. Das war auch in Üpplingen an diesem Gentechnik-Streichelzoo. Haben sie sich dann versammelt und demonstriert. Da konnte ich dann ein Foto davon machen und euch hier präsentieren. Die erste Pro-Gentechnik-Demo in Deutschland. Das sind Hooligans aus Helmstedt. Die haben 45 bis 75 Euro dafür gekriegt, dass sie da diese inhaltsreichen Plakate und ihre Bierflaschen hochgehalten haben. 12 Leute. Ja, und einmal im Jahr lädt InnoPlanta zu einem großen Stell-Dich-Ein der deutschen Gentechnik-Seilschaften ein. Und da kommen sie dann immer alle zusammen. Das ist auch in diesem Üpplingen. Und wir sind da auch häufig halt sehr alleine. Das ist ein bisschen schade, dass halt grüne Umweltverbände und so weiter sich um die deutsche Gentechnik wenig scheren. Die arbeiten sich ständig an Monsanto ab, was ich einen schweren Fehler finde. Also nicht, dass man das, die weglassen sollte. Hier zum Beispiel fahren sie ja gerade drauf bei diesem Treffen. Wir konnten das gut beobachten. Wir haben da einige Aktionen gemacht. Dann kamen halt so die Autos viermal Düsseldorfer Kennzeichen, das halt Monsanto, weil die sitzen in Deutschland in Düsseldorf. Aber es kamen eben alle möglichen anderen auch. Wie gesagt, der Herr Ammann hier aus der Schweiz, der ist auch immer dabei. Ja, und besonders interessant fand ich dieses Fahrzeug, Mecklenburg-Vorpommersches Landesregierungskennzeichen. Da hat also der Staat sich schon wieder selber da zu diesem Seilschaftentreffen hinbegeben. Ich fand an der Teilnehmerliste heraus, hier sitzt Herr Broschewitz am Steuer, den kannte ich in der Tat, der ist der Verbraucherschutzabteilungsleiter im Umweltministerium in Schwerin. Den hatte ich auch schon mal angerufen und das kann mich noch genau erinnern. Das Erste, was er mir, als ich ihn angerufen hatte, am Telefon entgegen sagte, war, können Sie die nicht mal in Ruhe arbeiten lassen? Also, das sind die Probleme eines Umweltministeriums in neuerer Zeit. Dann sieht man hier noch die Polizei, die die Pflanzen vor den Menschen schützt, unsere Transparente. Und diese Transparente hängen an dem Gebäude selber. Die sind nämlich von InnoPlanta. Das ist ja auch ein sehr illustrer Verein. Und an dem gegenüberliegenden Fassadgiebel hängt ein Transparent, das will ich mir noch mal etwas genauer angucken. Grüne Gentechnik, Fakten und Offenheit statt Ideologie. Das kennt ihr sicher alle. Also so erzählen die jetzt immer, sie seien so unglaublich offen und so ideologiefrei, faktenorientiert, erzählen die immer. Ich fand das als Fotograf eigentlich schon eine lustige Perspektive, denn wir haben ja hier Offenheit und Betreten verboten, gleich so 2 Meter nebeneinander. Man konnte sich da anmelden im Internet, das habe ich auch gemacht. Ich habe sogar eine Teilnehmerbestätigung gekriegt und dieses deutsche wichtigste Gentechnik-Seilschaftentreffen ist immer am ersten Montag im September und am Freitag kriegte ich dann einen Brief von Herrn Schrader, der ist ja der Vorsitzende von dem Club. Sie sind hiermit wieder ausgeladen. Und damit ich es auch ja richtig verstehe, stand dann auch noch, und wenn Sie doch kommen, gibt es sofort einen Polizeieinsatz. Na gut, da habe ich ja das verstanden, was Offenheit in der Lesart von InnoPlanta ist. Schauen wir uns noch den zweiten Fakten statt Ideologie an. Und das war ja eine ganze Konferenz.
Und da waren jetzt lauter Rednerinnen und Redner und die hatten auch einen Festredner. Und da dachte ich jetzt natürlich, Fakten statt Ideologie, das muss ja mindestens ein Nobelpreisträger aufwärts oder so sein. Nun, es war Wolfgang Clement. Den kennen vielleicht nicht alle. Der war Bundeswirtschaftsminister unter Gerhard Schröder. Und nachdem er die SPD neoliberal abgefrühstückt hat, ist er inzwischen aus der SPD ausgetreten, weil er das doof fand, dass da Leute gegen Atomkraft sind in der SPD. Und dieser Wolfgang Clement hatte nun Zeit, dahin zu fahren und hielt die Festrede auf einem Fakten- statt Ideologie-Kongress. Und da gucken wir doch mal ein bisschen rein in seine Rede. Deutschland wird sich nur dann als eine der stärksten Volkswirtschaften der Welt behaupten können, wenn wir auf den zukunftsträchtigen Feldern von Wissenschaft und Wirtschaft auch künftig eine international führende Rolle einnehmen. Und er nennt er sie Biotechnologie, Atomenergie, Stammzellforschung. Das ist die Faktenorientierung, die meinen, das ist triefende Ideologie und das geht von oben bis unten runter. Auf dieser Tagung haben sie einen Preis verliehen. Den Preis für den objektivsten Journalisten von Deutschland. Da haben sie einen genommen, den kennt ihr wahrscheinlich gar nicht. Der heißt Thomas Deichmann. Ist der Chefredakteur und Herausgeber der Zeitung Novo. Das ist so ein marktradikales Blatt aus Frankfurt und am Main. Muss man nicht kennen. Ist lustig zu lesen, aber muss man nicht. Außerdem schreibt er Kolumnen für die Tageszeitung Die Welt. Das ist so eine Tageszeitung, die der Springer Verlag rausgibt, damit man ihn mit einem Tageszeitungskonzern verwechselt. Und da schreibt er ständig zu grüner Gentechnik, wie er es nennt. Und weil er alle seine Ergüsse zu grüner Gentechnik toll findet, hat er die zusammengefasst zu einem Buch, Warum Angst vor grüner Gentechnik? Das ist richtig dick und quadratisch. Also ich kann das nur empfehlen. Also das ist, also es ist schwer, Loriot zu übertreffen, aber das ist echt besser. Und mit diesem Buch hat er es mir ja recht leicht gemacht, mal nachzugucken, was der objektivste Journalismus nach Lesart von Inno Planta ist. Zwei Zitate aus diesem Buch. Wir können unseren Kindern gern Windräder vorenthalten, aber auf keinen Fall Kernkraftwerke. Und dann, die Menschheit hat kein Recht auf einen konstanten Meeresspiegel. Das ist Fakten statt Ideologie. Und man könnte jetzt natürlich zur Tagesordnung übergehen, kopfschüttelnd oder darüber lachend. Immerhin muss man denen ja zubilligen, sie sagen ja auch gar nichts anderes. Sie behaupten, dass sie ein reiner Werbeverein sind und sie machen auch nichts anderes. Sie betrügen wenigstens nicht, wie die ganzen Feldbetreiber. Wenn da nicht etwas sehr Merkwürdiges passiert wäre. Ausgerechnet dieser Verein hat die höchste Fördersumme bekommen aus Steuergeldern, die jemals in Deutschland für die Agrogentechnik vergeben wurde. 20 Millionen Euro gingen an Inno Planta mit dem Auftrag, die Agrogentechnik in Deutschland wieder in Gang zu bringen und die Kooperation der Akteure untereinander zu verbessern. Das ist ein staatlicher Auftrag für den Aufbau dieser Seilschaften. Immerhin, die haben mit dem Geld nicht betrogen, die haben genau das gemacht. Und vielleicht noch erschreckender, wann dieses Geld ausgezahlt wurde und von wem. Das wurde nämlich noch in D-Mark ausgezahlt, 38 Millionen Euro im Jahr 1999 von der damaligen rot-grünen Bundesregierung. Von der stammt der Auftrag und das Geld, die Agrogentechnik in Deutschland wieder in Gang zu bringen. Aber auch eine so abgekartete Sache muss man natürlich immer beantragen. Und dann schreibt man etwas. Und auch das gehört wieder zu den Texten, die ich empfehlen würde. Lest die durch. Wenn man die in der Tasche hat, das ist schon relativ gut. Dann kann man denen nämlich immer ihre eigenen Texte vorenthalten. Es war das Konzept Biotechnologie-Region Sachsen-Anhalt, geschrieben von einer Werbeagentur. TTE, die sitzt in Magdeburg, auch heute noch, die beauftragt einen Experten, das war Uwe Schrader. Und der schreibt ein Papier, das ist richtig gut wieder. Ihr kennt sicherlich diese Debatte, Gentechnik kann Spritzmittel sparen. Und kommen diese Studien aus Indien, dass da inzwischen mehr gespritzt wird. Und dann sagen die wieder, wo haben sie denn diese Zahlen her? Dann haut man sich die Studien um den Kopf und am Ende ist keiner klüger. Alles völlig überflüssig. Uwe Schrader begründet im Jahr 1999 im Konzept Biotechnologie-Region den Ausbau der Agrogentechnik, Zitat, mit der Aussicht, in dem stagnierenden Pflanzenschutzmittelmarkt durch Anwendung der Pflanzenbiotechnologie Positionsverbesserungen zu erzielen. Mehr Spritzen war das Ziel. Und das ist völlig logisch, weil allein mit dem Saatgut sind diese Millionen nicht zu akquirieren. Dass mehr gespritzt wird, dass die Böden kaputt gehen, ist kalkuliertes Ziel, nachweisbar kalkuliertes Ziel dieser ganzen Geschichte. Ja, und damit bin ich bei den vier Beispielen durch. Natürlich
ist das ein schwieriger Moment an dieser Stelle, weil ich das ein bisschen gekürzt habe, lasse ich jetzt den ganzen Teil, was heißt das eigentlich nun, weg. Aber ich will euch natürlich in der Tat einladen, die Wut, die einem da vielleicht aufkommt, nicht in Ohnmacht umzuwandeln. Das ist gefährlich. Wo soll man da eigentlich noch Unterschriftenlisten hinschicken? Gegen wen soll man da eigentlich noch was machen? Sondern umgekehrt mehr Mut zu gewinnen, tatsächlich auch die Dinge praktisch anzugehen. Ich bin ein Befürworter des Widerstands, ist Handarbeit. Ich habe viele Aktionen an Feldern gemacht. Es gibt die Institutionen, wer hier ist. Zürich ist in der Nähe mit der ETH, Syngenta ist in der Nähe. Die ETH hat inzwischen ja wegen dem Widerstand in der Schweiz seine Felder ins Ausland verlegt, unter anderem zwei nach Deutschland. Die sind beide dieses Jahr zerstört worden in sehr beeindruckenden Aktionen. Also das sind Dinge, wo man Hand anlegen kann. Und ich finde das auch relativ wichtig. Wer diese Geschichte nochmal in Gänze kriegen will, morgen bin ich mit dem Komplettvortrag nochmal in Dietikon. Aber das nur so am Rande, wie auch immer. Ich würde mich freuen, wenn viele Menschen nicht nur dagegen sind, ich gehe davon aus, da trage ich Eulen nach Athen, sondern was ich bisher vermisse ist, dass aus diesen 80% Ablehnung, und hier in der Schweiz werden es wahrscheinlich noch mehr sein, in Österreich auch, tatsächlich ein offensiver, spürbarer Protest wird. Gentechnik kriecht überall rein. Wenn wir Gentechnikfreiheit weiter durchsetzen wollen, dürfen wir nicht nur das auch, nicht nur die richtigen Produkte kaufen und Öffentlichkeitsarbeit machen. Wir müssen auch dafür sorgen, dass die Quellen endlich versiegen, von denen das Zeugs auskreuzt. Und in diesem Sinne würde ich mir sehr wünschen, wenn wir eine auch mutigere und entschlossenere Bewegung werden, tatsächlich ein gentechnikfreies Europa auch mit unseren Händen durchzusetzen. Besten Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Jörg Bergstedt. Das ist mal ein Mann, der ganz brennt. Ja, das liebe ich. Nicht so halb-halb. Da spürt man das Engagement. Da ist ein Feuer, das brennt. Und ich wünsche diesem Vortrag viele Ohren noch, viel Aufmerksamkeit in aller Welt. Es ist wert, diese Dinge zu hören. Auch hier wieder dieser rote Faden. Hier einfach der rote Faden der Korruption wieder. Es geht wieder Macht, Geld, ganze Korruption. Man sagt, traue niemand über 30, muss man hier bald sagen, traue niemand über dir. Ja, ob irgendeiner, man wird wirklich skeptisch. Ja. Die ganzen Seilschaften, wie gesagt, er hat auch noch Bücher mitgebracht. Auf seinem Büchertisch kann man sich da noch auswählen, was man weiter studieren möchte. Studiert die Dinge, gebt sie weiter, lasst sie nicht irgendwo im Sand versickern. Versucht die ganzen Dinge zu kopieren, wenn irgend möglich, und an andere weiterzugeben.